So, mit der Pfeilspitze geht es jetzt natürlich erstmal zurück in den Hauptsaal. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass wir bis jetzt noch keine Gelegenheit hatten, das Spiel zu speichern. Oder Gegenstände in eine Truhe zu setzen. Das ist so ein bisschen gemein für Chris, der ja sowieso weniger hat. Obwohl ich glaube, hier in der Haupthalle ist eine Schreibmaschine. Oder war das im Director's Cut? Muss ich jetzt gleich mal spontan gucken. Nicht, dass es irgendwie relevant ist. Wir haben eh keinen Inventarplatz mehr frei. Nee, hier steht auch keine. Das war im Director's Cut. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Friedhof. Wir haben noch nicht einen einzigen Schuss abgefeuert, Leute. Wir schlagen uns bis jetzt ganz gut. Wir haben auch noch den Dolch. Und solange wir Heilung haben, werde ich den Dolch mal ausgeschaltet lassen, damit wir uns den für etwas schwerere Zeiten vielleicht aufheben können. So, hier zwei Zombies, die übrigens auf dem leichten Schwierigkeitsgrad nicht hier sind. Da ist hier alles sauber. So, ich werde das jetzt mal kombinieren, weil man kann hier ein bisschen Munition einsammeln, die ich ganz gerne schon mal mitnehmen würde. Nur da brauchen wir halt einen freien Inventarslot für. So, an dem Bubi sind wir vorbei. Hier hinten müssen wir nämlich hin. Hier ist noch einer. Irgendwo hier hinten liegt Munition. Da. Nämlich Gewehrmunition. Und die ist wirklich sehr wichtig in diesem Spiel. Das kriegt er uns. Nee, kriegt uns doch nicht. So, aber ihr könnt euch vorstellen, der Rückweg, der wird richtig fies. So, hier ist nämlich ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Da brauchen wir jetzt nämlich diesen Gegenstand für. Um den Weg in die Gruft zu öffnen und unser erstes Teilziel zu offenbaren. Die beiden Zombies haben übrigens Angst vor dieser Gruft, also die werden hier niemals reinkommen. Die halten Abstand. Es ist zum einen fair, auch wegen dieser langen Treppe nach unten hier, damit wir irgendwie eine Chance haben, überhaupt an denen vorbeizukommen. Und zum anderen natürlich auch schon mal so ein bisschen Foreshadowing auf das, was uns hier unten erwartet. Ich habe ja gesagt, das Endziel, was wir hier im Herrenhaus erreichen müssen, ist es, dieses Portal da in der Haupthalle zu öffnen. Das erste Teilziel, was wir zu erreichen haben, das ist hier unten. Das betrifft nämlich diese Einbuchtungen hier. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Augen. Eine Steinstatue mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Nase. Und eine Steinstatue mit einem Loch anstelle des Mundes. Was hat das zu bedeuten? Das werden wir gleich erfahren. Denn dort oben ruht Graf Dracula und wartet auf seine Wiedergeburt. So, und hier hinten blitzt und glitzert was. Und funkelt. Denn ein Buch ist in die Einbuchtung eingepasst. Das nehmen wir uns mal spontan mit. Das Buch der Verfluchungen. Das wird uns jetzt nämlich verraten, was genau wir hier zu tun haben. Wenn wir das jetzt nämlich untersuchen. Es trägt den Titel Buch der Verfluchungen. Und auf der Rückseite, tada! In den Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen? Aber natürlich. Jetzt haben wir den Hausschlüssel und das Buch lässt sich auf einmal öffnen und offenbart uns eine kleine Notiz. Buch der Verfluchungen. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Was das bedeutet, ist ganz einfach. Wir müssen überall hier im Herrenhaus verteilt vier Masken finden, die wir dann hier auf die jeweiligen Podeste einsetzen, um letztendlich Zugang zu diesem Sarg dort oben zu erhalten, denn da ist etwas drin, was wir dringend brauchen. Deswegen ist das hier Teilziel Nummer 1. Teilziel Nummer 2 kann ich euch etwas später zeigen. Das ist nämlich an einem etwas anderen Ort. Da gehe ich dann nochmal drauf ein. Und immer das Endziel vor Augen halten.
und sehen, dass wir hier jetzt vernünftig durchkommen. Ich bleib mal auf der linken... Oh, das ist jetzt fies hier. So, dann drehen sie sich ab. Oh, dass die sich so aufteilen da, dass jeder auf einer Seite steht, das ist schon fies. Muss ich jetzt den passenden Moment abpassen. Jetzt zum Beispiel versuche ich's. Und renne ihm genau in die Arme. Scheiße aber auch. Lass nur. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der hat mich gleich zweimal gebissen. Und jetzt sind wir wahrscheinlich schon gelb, genau. Ich warte aber mit dem Heilen noch. Wir sind ja jetzt an denen hier erstmal vorbei. Die sind echt gemein. Das ist die erste gemeine Stelle. Da hätte ich vielleicht den Dolch benutzen sollen. Naja, hinterher ist man immer klüger. Da hätte ich wirklich den Dolch benutzen sollen. Das war dämlich, das so zu versuchen. Dann hätten wir jetzt nämlich noch die Lebenspunkte. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier für einen Schlüssel haben. Und es ist der Schwertschlüssel, denn ein Schwert ist darin eingraviert. Können wir jetzt mal auf unserer Karte gucken, wo wir denn jetzt überall Türen öffnen können. Hier oben zum Beispiel schon mal gar nicht. Ach so, ach scheiße, das wird uns gar nicht angezeigt. Das ist natürlich doof. Dann gucken wir mal, ob wir hier oben irgendwelche Türen aufkriegen. Aber ich weiß, eine Tür, die auf jeden Fall mit dem Schwertschlüssel zu öffnen ist, da waren wir nämlich schon. Oh weia. Die Tür geht schon mal auf. Und ich weiß auch, wo die uns hinführt. Vielleicht können wir hier einen Dolch ergattern. Ansonsten würde ich empfehlen, erstmal von der anderen Seite hier ranzukommen. Weil hier natürlich wieder jede Menge Zombies unterwegs sind. Da liegt hier was? Liegt hier was? Nur ein Haufen Krimskrams. Schade. Ich komme wieder. Ja, das Blöde ist halt, dass unser Inventar zurzeit voll ist. Und wir in diesem Spiel nichts ablegen können, außer halt in den Boxen. Und wir haben bisher noch keine Box gefunden. Und übrigens auch noch keine Schreibmaschine. So, die Tür ist verschlossen, da ist ein Rüstungssymbol eingraviert. Es wäre schön, ist leider nicht so, aber es wäre schön, wenn man so eine Tür untersucht und wenn das dann sagt, ja, von der anderen Seite verschlossen oder halt so und so Symbol ist eingraviert, dass das irgendwie farblich auf der Karte markiert wird, dass man quasi, wenn man die Tür untersucht, wenn man sich die Mühe macht, damit belohnt wird, dass man dann immer auf der Karte gucken kann, wo man jetzt den aktuellen Schlüssel einsetzen kann. So eine farbliche Kodierung, wie sie ja Resident Evil 2 auch hatte auf der Karte. Was ist das für eine Tür hier? Ein Helmsymbol. Es gibt vier Schlüssel. Schwert, Rüstung, Helm und Schild. So viel weiß ich noch. Ich glaube, da links irgendwo können wir auch noch mit dem Schwertschlüssel irgendwas aufschließen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rechts lang. Ich will jetzt nämlich langsam mal zum ersten Speicherraum. Ich will speichern und auch mal mein Inventar so ein bisschen aufräumen. Wir schleppen ja zum Beispiel immer noch das Kampfmesser mit uns rum, das wir ja nun so gar nicht brauchen. So, Zombie van Zombeck ist da hinten noch fröhlich am Schlurfen. Und wir haben den Schwertschlüssel verwendet. Es gibt noch Schwerttüren im Haus, denn sonst hätte er uns jetzt angeboten, den Schlüssel wegwerfen zu können. So, dieser Gang, an den erinnern sich vielleicht der ein oder andere. So, natürlich zum einen dadurch, dass es hier Tische gibt, die man verschieben kann, oder Schränkchen, wo man dann so ein paar schöne Sachen drunter findet, wie zum Beispiel einen Dolch. Boah, das hat mich jetzt erschreckt. Das ist das Fenster, durch das in Director's Cut noch die Hunde reingekommen sind. Aber diesmal nicht. Oh Mensch, jetzt geht doch mal dran vorbei. Das ist ja... Noch sind wir in diesem Gang sicher. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, diesen Gang vielleicht nicht unbedingt zurückzunehmen. Denn wenn wir hier ein zweites Mal durchkommen... Das möchte ich an dieser Stelle schon mal spoilern. Wenn wir diesen Gang ein zweites Mal durchqueren... dann werden die Hunde durch das Fenster brechen. Ich sage das jetzt nur schon mal, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich das nicht machen werde. Also, dass ich diesen Gang nicht nochmal durchquere. Weil wir ja einen alternativen Pfad schon geöffnet haben.
Nämlich da oben im ersten Stock. So, hier sind jetzt jede Menge Türen, die man dann auch durchsuchen kann hier im nächsten Gang. Das können wir uns aber erstmal sparen. Unser Inventar ist nämlich voll. Deswegen brauchen wir die Zombies hier auch noch gar nicht aufschrecken. Guten Tag. Ne, ihr seht schon hier drei Türen, durch die wir gehen können. Aber das bringt uns nichts, weil wir eh nichts mitnehmen können. Deswegen sollten wir jetzt erstmal möglichst zügig weiter. Als Jill hat man hier an dieser Stelle noch Inventarplatz. Da empfiehlt es sich wirklich schon mal ein paar Gegenstände zu sammeln, weil nämlich auch hier auf dem Rückweg dann Gegner unterwegs sein werden. Ich bin zurzeit noch so ein bisschen vorsichtig, vor allem wenn ich hier um Ecken gehe. So, und den Gang, an den erinnert ihr euch ja auch. Hier am Ende könnten wir jetzt uns ein, zwei Hunden stellen und unser zweites Teilziel schon mal offenbaren. Und da hier zurzeit noch alles ruhig ist, glaube ich, werde ich das auch mal tun. Obwohl ich glaube, hier um die Ecke ist ein Zombie, genau. Ah, wisst ihr was? Ich wollte gerade sagen, was war das denn jetzt? So, dieser Zombie ist tot. Für den Augenblick. Es empfiehlt sich aber, ihn auszuschalten, also komplett auszuschalten. Was genau ich damit meine, das werde ich euch. Oh Gott, ist das dunkel hier. Ich habe natürlich für euch das Ganze wieder aufgehellt. Was ihr genau ich mit endgültig ausschalten meine, das werden wir im ersten Speicherraum tatsächlich auch erfahren. Deswegen erkläre ich euch das jetzt noch nicht. Das Spiel wird das nämlich mit einem kleinen Dokument für uns übernehmen. Ich dachte, hier wäre ein Hund. Oder spawnt er erst später rein? Aua! Oh, Scheiße, verdammt! Meine Güte! Dabei sind doch die Dolche auch ausgerüstet. Warum hat denn das eben nicht funktioniert? Zwei Stück haben wir. Nachladen. Es empfiehlt sich, das eigentlich immer übers Inventar zu machen. Zum einen, weil man das im Spiel selber gar nicht machen kann. Diese Tür hier ist zu. Und zum anderen, weil im Inventar, wenn wir ins Inventar gehen, die Zeit quasi anhält und wir quasi ohne Zeitverlust nachladen können. Das ist ja so ein Klassiker aus Resident Evil. Und hier ist Teilziel Nummer 2. In der Einbuchtung steht geschrieben: Der Schänder des verfluchten Sarges. Denn das Objekt, was wir hier einsetzen müssen, um quasi die Hintertür des Herrenhauses zu öffnen, das finden wir in dem Sarg, den wir mit den vier Masken erreichen. Und damit ist unsere Aufgabe hier für die ersten 2 bis 3 Stunden Spiel schon mal festgelegt. Ich gehe mal vorsichtig, falls noch ein Hund kommt. Vor allem muss ich jetzt auch mal speichern, denn in diesem Spiel hält man nicht besonders viel Schaden aus. Man ist relativ schnell im roten Bereich. Und das unterschätzt man manchmal, wie viel Schaden die Gegner wirklich machen. So, wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen, den guten Burschen hier auszuschalten. Ihr seht, der liegt hier noch. Das hat seinen Sinn und Zweck. Mit dem könnte nämlich noch was passieren. So, hier in diesem Raum sind zwei Zombies, die wir ausschalten sollten. Ich will ihn gerade anlocken durch Laufen. So, da kommt er.
So. Boah, Schitte! Habe ich nicht aufgepasst. Okay, dafür ist der jetzt allerdings kein Problem mehr. Und ihr seht, wir sind im knallroten Bereich. Also schnellen Kraut einschmeißen. Das ging verdammt schnell. Ah, der Zombie hier. Um den brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Der hat nämlich keinen Kopf mehr. Der ist absolut keine Bedrohung mehr für uns. So, und hier den anderen Zombie. Der ist hier oben unterwegs. Den sollten wir... Ich glaube, es sind sogar noch zwei Zombies. Einer links, einer rechts. Oder auch zwei da hinten. So, die sollten wir nach Möglichkeit hier auf die Treppe locken. Und da erledigen. Aha, Headshot ist schon mal geil. Zum anderen bin ich mir relativ sicher. So. Na, der liegt scheiße. Um den werden wir uns kümmern müssen. Und wir haben schon wieder bald keine Munition mehr. Das ist doch furchtbar. Leute, wir haben 4 Zombies ausgeschaltet und uns geht schon wieder die Munition aus. So. 2 der Zombies sind keine Gefahr. Das hier einer der Räume, die ich wirklich immer gerne leer räume, weil hier nämlich jetzt unser erster Speicherraum ist. Und den habe ich immer ganz gerne sicher. Dass wir dann einen sicheren Zugang haben, dass wir uns keine Sorgen machen müssen hier.